So, yo, was geht ab? Wow, eine Begrüßung im Stockdunklen. Karten habe ich eingepackt. Hast du die? Ich habe. Ja. So, wir müssen hier hinten zum Auto, ne? Ach ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir waren gerade schon frühstücken und gehen jetzt zum Car. Ja. You are right. Ja, heute ist es nicht ganz so schön wie gestern, aber die Sonne kommt jetzt trotzdem raus. Also wir haben Glück, weil vor allem gestern, als wir geguckt haben, beim Wetter war für heute und die nächsten Tage Regen angezeigt. Und nach Regen sieht jetzt gerade gar nicht aus. Und auch das Wetter sagt gerade, dass es nicht regnen soll, also von daher mega gut. Ja, ich zeig euch das mal. So. Oh ja, echt? Boah, richtig gut. Boah, wir haben echt Glück. Ja, und jetzt gehen wir zum Helge, der dort steht. Und dann, wohin fahren wir? Nach Beverly Hills. Nach Beverly Hills. Gucken, ob da eine Tür auf ist. Wo hast du denn dann drauf gedrückt? Verstehe ich nicht. Wo hast du jetzt drauf gedrückt? Nochmal auf aufmachen, aber dreimal. Das soll einer verstehen. Vielleicht ist das eine Kindersicherung. Hey Helge. Let's go to Beverly Hills. Boah, ich bin so dumm. Ich will die ganze Zeit den Sitz umklappen, um meine Sachen nach hinten zu packen, weil ich einfach nicht auf die Idee gekommen bin, dass das Auto hinten Türen hat. Ich bin einfach so dumm. Das ist unglaublich. Ach, was soll's. So. Auf geht's. Es geht los. Guck mal bitte, wie wir hier auf unseren Parkplatz kommen müssen. Oh, du musst das ganz langsam machen. Ja, hier geht's einfach so. Es sieht auch gar nicht so herbe aus in der Kamera. Wie immer, wie der Berg gestern. Es sind einfach circa fast 90 Grad. Das Gegensatz zum Steigen. Du musst voll aufpassen, dass man nicht aufsetzt. Ja, ist wirklich auch so. Auch hoch. Das ist so krass hier. Und man, wenn man hochfährt, sieht man einfach ja, nicht, weil der Berg so krass ist. Übrigens. Haben wir das Schild dran gemacht? Ja, ne? Was für ein Schild? Ja. Okay. Übrigens haben wir beide ein bisschen Sonnenbrand von gestern bekommen. Ja. Auf der Stirn. Und auf der Nase habe ich. Und im Dekolleté habe ich. Ja, stimmt. Ja, let's go. Muss ich drehen eigentlich? Nein, wir müssen auf die Rosecrans Avenue. Ja, muss ich dafür drehen? Nein. Okay. Links gleich irgendwann. So Leute, sprecht meinen Satz mit. Wir machen jetzt das Beste, was man im Ausland machen kann. Wir gehen in einen Supermarkt. Also, wir waren ja gestern schon mal kurz im... Ja, aber nur ganz kurz. Wir haben nur Wasser gekauft. Und da habe ich mich nicht umgeguckt, weil es mir nicht so gut ging. Von daher... Wagen? Hä? Wagen? Was willst du alles kaufen? Ja, mach mal. Ich habe keine Lust, diese Dosen zu schleppen. Okay, Brudi. Nice ass. Ja, hier. Gebe sie mir. Ich werde sie in den Müll befördern. Aua. Ich hab fast meinen Nagel abgebrochen. Come on, girl. Okay. Let's go. Meet me at the mall. Dann lass uns doch etwas Fruchtiges kaufen. Dann geh mal da gucken, ob da, da gibt's noch so geschnibbeltes Obst. Komm. Nein. Boah, gönn dir das einfach mal. Ist einfach günstiger als Obst. Ja. Traurig, oder? Boah, guck mal, hier gibt es auch so richtig geile Sandwiches. Oha. Oha. Oha, Leute, guckt mal. Hier gibt's Coke, Ginger, Lime, Twisted Mango, Zesty Blood Orange. Das ist normal. Feisty Cherry oder so. Guck mal, hier gibt's auch irgend so eine andere Cherry. Hey, und das? Warum ist die gelb? Ist das normal? With Splendor. Keine Ahnung. I don't know. Aber ich hätte Lust auf die hier. Hm. Ne?
Ja, weiß ich ja nicht, ob die schmeckt. Ja, das ist es. Aber hier sind noch nur 8 Dinger dran. Ja, wir können ja das mitnehmen und noch was anderes. Und das dann einfach. Oder ja. Möchtest du lieber Blood Orange? Nee. Ich mag Blood Orange nicht so gerne. Nee, guck mal, hier gibt's noch was mit Cherry, ein anderes Cherry. Heißt die Cherry? Ja, das ist dasselbe wie das. Ja. Hä? Ach nee, das ist ein normales Cherry. Da unten. Das ist ein anderes. Und da ist noch Cherry Zero. So, wir waren jetzt erfolgreich einkaufen. Wir haben hier. Entschuldigung. Ich habe mir Butterfingers geholt. Und dann haben wir uns Weintrauben geholt. Ein bisschen healthy on the way. Chips Ahoy. Die sehen so geil aus. Die sehen richtig lecker aus. Dann habe ich noch auf Empfehlung von Fabio hin. Hershey's ja, Gold, Peanuts and Pretzels. Und M&M's Strawberry Nut. Strawberry Nut. Und Vanessa hat sich noch hier so ein Sandwich geholt. Ein All-American Sub. Das muss aber hier in der Sonne erst noch ein bisschen warm werden. Yeah, because it's out of sandwich. Yes. Das ist der Jeep von Dylan O'Brien aus Teen Wolf. Von Styles. Sitzt der drin? Nein, das war eine Frau da drin. Das ist bestimmt deine Mutter. Mich voll erschrocken, als du plötzlich hier geschrien hast. Dylan O'Brien! Oh mein Gott! Du kaufst so, wir sind jetzt da. Fast. Du kaufst quasi mir einen Ehering bei Tiffany. Ja, hab ich. Da gehen schon. Wir hin ins Beverly Center. Da. Zu Doppelvali. Und was kaufen wir uns da? Da gehen zu Sephora, zu Victoria's Secret, zu Bath & Body Works. Was gibt's da noch? Alles andere. Na gut. Alright, dann suchen wir mal einen Parkplatz. Alright. Fancy. Fancy. Hier sind wir schon mal richtig. Hier ist Bath & Body Works. Das gefällt mir. Willst du direkt irgendwo rein oder willst du einmal rumgucken erst? Nö, wir können hier direkt rein. Okay, so. Ja, natürlich. Of course. Ich war nämlich noch nie in einem Bath & Body Works, wenn es nicht Weihnachten war. Das heißt, die ganzen Düfte kenne ich alle gar nicht. Ja, rate mal, wo ich bin. Wo sind wir? Wo sind wir? Der Laden, der mich plagt. Bei Sephora. Drei Sachen. Ich werde gleich arm geworden. Du bist gerade bei Victoria's Secret schon arm geworden. Ja, das stimmt. Ach, verdammt. Was holst du dir? Oder darf man das nicht verraten? Ja. Du musst das präsentieren. Meine Dipbrow-Pomade, weil sie fast leer ist. Moment, es fokussiert nicht. Anastasia. Ja. Und Soft Brown. Dann die Soft Glam Palette von Anastasia. Hab ich gerade angeschmiert, sehe ich gerade. Und die Fenty Beauty Foundation. Hast du deine Farbe von herausgefunden? Rihanna. Ja, 200. 200. Und was guckst du jetzt noch hier? Ich wollte nach einer Creme gucken. Antifalten. Aber die sind so toll. Ja, das stimmt. Ist ja nicht so, als das. Mein Mund leer machen. So. Hey. Wir sind jetzt quasi am Rodeo Drive. Ja, fahren wir jetzt rechts oder links? Ja, eins von beiden. Ach verdammt, das ist hier die Straße. Ja. Dann fahren wir vorbei. Ups. Ja. Da ist nichts los. Fahren wir rechts. Dann fahren wir jetzt hier rechts und fahren dann von vorne die Straße an. Da können wir sie ja durchfahren. Ach, das war geplant. Wir müssen auch hier rein. Mhm, naja. Burberry. So, jetzt sind wir aber da. Burberry. Und jetzt links dann. Ja, aber der ist jetzt hier sowohl als auch rechts und links. Ja, aber rechts war nicht so viel. Mies, oh, sind hier irgendwelche Stars? Ja, und hier links ist der aber schon wieder vorbei. Ehrlich? Ja, egal. Machen wir schon. Das
reicht einfach schon, wenn du hier diese Autos filmst. Ja, guck dir das hier an. Herbe, ne? Ja. Und dann fahren wir hier mit unserem kleinen Helgeland. Ich finde, wir haben... Und der ist für mich schon Luxus. Wir haben voll Style, finde ich. Ich finde auch. So, wo möchtest du shoppen? Oh, hier Chanel. Können wir zum ersten, zuerst hin? La Perla, bisschen Unterwäsche kaufen. Mhm. Vera Wang. Vera Wang. Ja. Was haben wir noch so? La Cotze. Ralph Lauren. Das war's. Also hier ist jetzt vorbei. Klasse. Ich fahre nochmal geradeaus und dann können wir ja nochmal runterfahren. Okay. Und vielleicht gucken, ob dahinter noch irgendwas kommt, aber kommt nicht. Alright. Das sind wieder fancy Häuser in Beverly Hills. Das wird meins. Das wird dort gebaut. Hm. Mit Dylan O'Brien zieht sie da ein. Ja. Oh, das reimt sich sogar. Und Demi. Pass auf, stop all the way. Kann sein, dass wir jetzt wieder aus Hollywood-Zeichen zufahren? Nein. Ne? Das ist hinter uns. Echt? Ja. Wir fahren gerade weg davon. Wenn wir jetzt komplett die Straße in die andere Richtung fahren würden, würden wir da in die Richtung fahren. Ehrlich? Ja. Ich hab das Gefühl, wir fahren auf Berge hinzu. Ja, aber nicht auf die Hollywood-Berge. Ich bin verwirrt. Ich filme ein bisschen die Häuser. Ja, die sind ja auch schön. Schön, schön. Soll ich mal drehen? Ja, ach so. Stop. Stop all the way. Aber wer hat denn jetzt hier Vorfahrt? Man regelt das so unter der Hand. Boah, hier sind wieder diese krassen Bäume, obwohl die sind nicht so krass wie die gestern. Nein. Aber wie gerne hätte ich hier so ein Häuschen wollen. Ja. Wir können ja mal einfach mal anklopfen. Vielleicht wohnen da ein paar Promis. Fragen, ob die uns adoptieren. Kinder, die ihr dort haben. Kann ich hier eigentlich drehen, oder? Vier Weg. Stopp, vier Weg. Ist das dieses so verreichend? So, jetzt kommt deins Kreuz. Ich darf hier nicht drehen. Der Beverly Hills Hotel. Sieht auch schön aus. Ja, fahr doch einfach mal da so den weißen hinterher. Ja, ich oder weiß, den blauen hinterher. Ist auch schön hier mit den Palmen. Welches Haus hättest du? Kann man eigentlich auch während des Films Foto machen? Ja, aber dann bricht die Aufnahme ab. Ach so, ist ja blöd. Da mache ich jetzt ein paar Fotos. Also hier ist es echt schön mit den Häusern und den Palmen. Was sagst du dazu? Hä? Was sagst du dazu? Frag mich, wer hier wohnt. Da frage ich mich auch. Kann ich echt einfach mal klingeln? Klar. Sagen, hallo, kann ich mal ihr Klo benutzen? Ja, das Mr. möchte ich tatsächlich mal. Ich könnte schon Pipi machen. Ja, siehst du? Darf ich jetzt hier reinfahren? Ja, ja, mach doch mal. Ich könnte ja auch mal auf die Klingelschilder gucken. Ich glaube, wir kommen gar nicht bis zu den Klingelschildern. Können wir später wenn mal ihr das googeln. Mal wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie das hier bei Stoppschildern, Four Ways hier geregelt ist. Und wenn ihr wisst, wer. Oh, guck mal. Boah, eine Limousine. Hallo, wer ist da drin? Boah, guck mal, die Häuser hier. Hier im Fenster runter, hallo. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Bei die Schönen und die Reiche. Ja, dein Ernst, da ist das Beverly Hills Zeichen. Wir nehmen jetzt die Verfolgung von dieser Limousine auf. Wir sind jetzt mal gucken, wer da drin sitzt. Wie heißen denn so Leute, die jemanden verfolgen? Stalker? Sherlock Holmes ist kein Verfolger, oder? Nein, das ist ein Detektiv. Wir sind halt Detektiv. Wir wollen detektieren, wer da drin sitzt. Detektiv. Hoffentlich springen die Ampeln nicht auf Rot. Das hoffe ich, aber ich fahre trotzdem hinterher. Ja. Hehe, Deluxe. Wir haben sie verloren, wir stehen an einer roten Ampel. Sie ist einfach über rot eine gefahren. Verlustmeldung habe ich zu verzeichnen. Kacke.
Mama dehnt das Fenster aus, hier müssen wir da drin. Och. Wir haben sie wiedergefunden, sie ist da vorne, vor dem Auto vor uns. Wir nehmen wieder weiterhin die Verfolgung auf. Und was macht er hier? Ich fühle mich so richtig creepy. Warum? Warum? Also, da oben fangen schon einige Villen an. Das ist meine. Meine ist das da ganz oben. Mm-mm. Doch? Mm-mm. Warum nicht? Weil du bist mein Nachbar. Willst du Beef haben? Fleisch? Ja. So, Friends of the Sun, ey. Wir sind jetzt am Walk of Fame. Nee, keine Sun gerade da. Aber es ist auch noch okay. Ja, es kühlt ein bisschen. Wollen wir vielleicht erstmal irgendwo ein Klo suchen? So Starbucks ja. Oder so? Starbucks? Man einen Code eigentlich muss. Ein Code? Ja. Haben wir dabei. Oh, ich habe einen Regentropfen auf die Nase bekommen. Rechts oder links? Klo, weiß nicht, links. So, hier Leute übrigens. Um mal kurz vom Klo-Thema abzulenken. Hier sind die Stars. Havana! Lol, das spielt ja auch Havana. Havana. Ist das dein American Boy? Nein. Lilliputz. Hat die wohl das Wörterbuch gemacht? Ja, ich denke. Ich glaube auch. Da ist ein ganz großer Souvenirladen. Ja. Ach ja, Leute. So sieht es hier aus am Walk of Fame. Also ich muss sagen, unspektakulärer eigentlich, als man es sich vorstellt. Ja, aber es ist halt einfach nur eine Straße mit Sternen auf dem Boden. Entschuldigung. Keine Kraftausdrücke, bitte. Ich kenne die alle nicht. Da ist der Zack. Singer dann Madame Tussauds. Und jetzt laufen wir weiter. Da rein, da gibt's alles für 5 Dollar. Toll. Aber warum steht da 10? Ah, da unten 5. Ja, willst du da rein? Guck mal, wir sind hier gerade im Dolby Theater. Sieht A, richtig schön aus. Und B, gibt es hier Churros. Und zwar geile. Cinnamon Oreo und Sweet Nut. Geil oder geil? Boah, mega. Ich sterbe. Zeig mal deinen Churro. Guck mal, das ist Oreo-Churro gefüllt mit Cream Cheese. Hätte ich, ne, ich hätte gedacht, du willst dir den mit Zimt. Nein. Weil du Oreo ja nicht so der Fan von ja, bist. Ja, doch, kommt drauf an. Zeig mal, oh, Fokus. Das sieht schon geil das aus. Passiert nicht. Ah, jetzt. Ja, sieht echt geil aus. Gönn dir. Oh. Und? Geil. Oh. Probier. Warte, ich will einmal. Ah, fokussier es doch. Es geht los. Hier sollte ich filmen, mein Vanessa. Ah, sieht schön aus, mein Vanessa. Mein Vanessa, Laura. Aber ich. Oh, Mano, es ist so jetzt. Jetzt ist es sauer. Laura findet es hässlich. Hier. Das stimmt gar nicht. Vanessa meint, hier ist es schön. Ich find's blöd. Ich habe keine eigene Meinung. Ich bin doch eigentlich immer die gewesen, ohne eigene Meinung in der Schule. Wir fahren jetzt zum. Weißt du noch ja, damals? Ich weiß noch damals. Okay. Wir fahren jetzt zum Mololand Drive. Mololand Drive? Same. Damals im Ferien. Right Lane ends. Gut, dass wir links sind. Ein Glück. Wir dürfen weiterfahren. Ja. Demi. Wir sind jetzt auf dem Mulholland Drive. Weil man sieht ja eigentlich gar nichts Spannendes. Da aber. Ja, da kann man aber nicht. Kann please ich nicht slow down. Mhm. Ah, hier wäre so ein Aussichtspunkt. Overlook. Hollywood-Schüssel. An der nächsten halten wir. Ja, wir haben ja noch 34 Kilometer. Die könnten wir auch einfach mal. Nee, no stopping at any time. Ja, was sollen die machen? Ach du dickes Ei.
Guckt mal, Schlangen. Ich will keine Schlange sehen. Wir climben jetzt hier den Berg ab. Los, Laura. Hoffentlich sehen wir keine Schlange. Hoffentlich werden wir nicht gefressen. Ja, sehe ich hier auch so. Guck mal, wo wir jetzt hier sind. Was für eine geile Aussicht. Geilon. Guckt mal, was ich gefunden habe. Das Hollywood-Sign von der anderen Seite. Geil. Seht ihr es? Sieht, als würde was fehlen. Aber weil die halt nicht so in einer Reihe stehen. Jetzt schaut mal. Das ist Hollywood-Sign. Und, oh Gott, ich sehe das gar nicht in der Kamera. Da, glaube ich, ist das Observatorium, wo wir gestern waren. Oder? Ich muss kurz rausfinden in der Kamera. Ja, doch. Genau, das da. Genau da waren wir gestern. Nice. Und da ist übrigens Laura, wie sie Fotos von einer Frau macht. Und ich bin hier und gucke mir das an. Laura wird sich freuen, wenn ich ihr das gleich zeige. Guck mal, was ich gefunden habe. Das Hollywood-Zeichen von der anderen Seite. Remo, das ist richtig gut im Handy. Ja? Ja. Was macht denn der? Nicht so. Ja, komm, wir climben auch mal auf den Mountain ja, drauf. Ja, man kann halt überhaupt nicht sehen, wenn man von unten so fotografiert. Egal. Hier riecht's voll nach Pisse in der Ecke. Ist so. Wie soll ich mir... So, guckt mal, wo ich jetzt hier bin, hier oben. Hehe, auf eins Felsen. Hier Bimsi. Hallo, auf eins Felsen. Hallo, Laura, da unten. Ich bin hier unten. Wie hast du das gemacht? Na, klettern. Wie soll ich dir das erklären? Du schaffst das schon. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Subo machst du das, Subo. Brauch die Hose noch. Ach, nur drei dabei. Ach, so ein Mist, okay. Hübsch. Hello. Warum sieht das alles so weit weg aus? Ja, stimmt. Das ist eigentlich viel näher. So, und jetzt gönnt euch das mal hier oben. Guckt euch das an. Ja, richtig weit laufen, ne? Krass, ne? Hallo. Und hier noch. Also, das ist halt nicht besser. Mega. Aber es ist okay. Ja, also besser als so, wie es angesagt wurde, ja. Krass. So. Ja, Mann. Und nun, da ist übrigens das Hollywood-Zeichen. Da. Und nun beginnen wir den Abstieg. Irgendwo da hinten ist unser Auto. Da so. So. Stimmt's? Bitte? Nix. Hab nicht gehört, was du willst. Ja, du willst mir einfach nicht zuhören. Du liebst mich nicht. Ja? Hä? Lüg nicht. Wo ist die Klapperschlange? Ich habe schon ein bisschen Angst hier vor den Klapperschlangen. Gestern Abend haben wir übrigens richtig süße Mäuse gesehen. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, das ist ganz schön steil. Och, nicht schon wieder. Ja. Hoch war einfacher. Oh, tippel, 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 tippel. Ja, und wenn man einmal wegrutscht und dann liegt, ey, ist auch nicht so geil. Oh Gott. Och, das gefällt mir nicht. Ja, hier ist nicht mehr so steil. Da laufen wir jetzt so lang, so hier, so, also hier, so, dann hier so runter, dann da so. Ja. Ja, go. Forest. Eigentlich ist da der official Weg hier so. Aber wir sind natürlich richtig herbe mal wieder. Hm. Oder auch nicht? Oh Gott, das ist echt steil. Wenn wir sterben, sterben wir zusammen, Laura. Aber besser hier den Berg runterfallen, als hier so ein Abhang. Weil da ist dann vorbei. Oh Gott, warum machen wir das freiwillig? Wir sind doch auch blöd. You gotta get yourself some better shoes. Yeah. It really makes this stuff easier. Ja, that's right. Hätten wir das mal vorher gewusst. Okay. Ach man, in der Kamera kommt das nie so cool rüber, wie es eigentlich aussieht.
Mann, jetzt stell mal vor, wie uncool das dann noch mit der Allegria war. Das ist so schon cool. Das sieht schon richtig nice aus. Ja. Wir haben den Mulholland Drive hinter uns gelassen und sind jetzt auf der Autobahn. Wie viel von den 34 Kilometern sind wir ungefähr gefahren? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kommt mir schon lang vor. Wie lang? Zeitlich? Ja. Ich bin gerade schon eine Stunde unterwegs. Jetzt sind wir auf der Autobahn Richtung Hotel. Liebe. Ja. Was? Okay. So, es gibt jetzt Abendessen. Wir sind hier im Panda Express und haben beide Orange Chicken. Und ich habe das noch nie gegessen. Ich bin mal gespannt darauf, wie das schmeckt. Ja, ein Live-Test. Dream of a Live-Test. Okay. Und? Geil. Ja? Okay, gut. Puh, Glück gehabt. Guten Appetit. Ich habe einen Fortune Cookie. Gucken wir mal, ob ich vielleicht sterbe oder ob ich Glück habe. You have a strong potential for success. Das klingt doch gut. Und du, Laura? Be as willing to take advice as to give it. Huh. Okay. Hi. Wir sind im Hotel. Oh, Rucksack. Hallo. Und ich werde jetzt den Vlog schneiden. Ich bin richtig kaputt heute. Ich weiß auch nicht. Heute habe ich kein Energy getrunken und irgendwie habe ich das Gefühl, es liegt daran. Ich merke, dass das der mir fehlt. Und du so da hinten? Mhm. Ah, da. Hi. Mhm. Was geht? Also, wir beenden jetzt diesen Vlog. Wir hoffen, euch hat Tag 2 in Los Angeles gefallen. Wie lange bleiben wir eigentlich noch hier? 2 Tage? Und dann geht unser Roadtrip weiter. Ihr könnt ja mal raten, wo wir als nächstes hinfahren und wo wir als übernächstes hinfahren. Also, lasst einen Kommentar da. Bye.